Die Glocken von Herz Jesu braucht er nicht mehr zu läuten, die sind inzwischen elektronisch gesteuert. Aber die Vorbereitungen zum Gottesdienst muss er noch treffen, bevor der Pfarrer kommt. Andreas Schneider, jüngster Küster in der Region, mit Vorgeschichte. Vor 17 Jahren hat meine Mutter im Stadtteil Rübenach die Küsterinstelle angefangen. Und von da an war ich als 7-Jähriger immer mit dabei und habe damals auch als 7-Jähriger schon angefangen, Ministrant zu sein. Von da an diente er sich zum hauptamtlichen Küster hoch. Bin quasi in der Kirche groß geworden und das Ganze wächst ja auch dann mit einem mit in der Kindheit. Man wird immer neugieriger und es wird auch immer interessanter dann. Man stellt selber auch Forschungen an von Kirchengeschichte. Man liest viel aus der Kirche, in der man dann auch ist. Jetzt war es Rübenach gewesen und man möchte immer mehr wissen auch. Und man wird älter und schaut der Mutter auch immer mehr über die Schultern und hat dann irgendwann die Idee, selber auch mal so anzutreten. Hostien, Wein, Kerzen, alles, was zu einem richtigen Gottesdienst gehört, bereitet Schneider im Vorfeld vor. Der Pfarrer braucht sich um nichts zu kümmern. Klar, wir haben einmal den liturgischen Dienst zu erfüllen während der Messfeier. Da sind wir also als Küster beim Pastor während der Messfeier und gehen ihm da zur Hand, wo es nötig ist. Dann haben wir natürlich auch diesen anderen Dienst auch, den Dienst des Küsters als solcher, der sich um die Kirche zu pflegen und zu kümmern hat, einfach innen und außen. Und hier ist eine große Kirche und eine große Außenanlage und die Kirche ist groß von innen mit einer großen Sakristei. Und da gibt es natürlich auch einiges zu tun, auch außerhalb der Gottesdienstzeiten. Die Renovierung der Herz-Jesu-Kirche geht schon viele Jahre voran und das ist klar auch eine wichtige Aufgabe des Küsters, der natürlich auch Sorge tragen muss und auch ein Auge dafür haben muss, wenn Schäden innerhalb der Kirche sind oder außerhalb der Kirche, dass er das zu melden hat direkt beim Verwaltungsrat. Das geht vom Keller bis oben in die Turmspitze, wo die Glocken hängen. Eine Art Hausmeister also. Aber so möchte sich Andreas Schneider nicht verstanden wissen, denn welcher Hausmeister kann seinem Job schon emotionale Momente abgewinnen, so wie er, der jüngste Küster im Dekanat. Also es gibt immer zwei Veranstaltungen, die ich ganz toll finde und die emotional einfach so auch ergriffen sind. Das ist einmal in der Osternacht, wenn so das Feuer lodert in der Kirche und das Osterhalleluja angestimmt wird, das ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, sage ich, weil einfach so die Stimmung und die Mystik hier in der Kirche das einfach hergeben, dass man dann so in eine andere Dimension, sage ich, einfach mal verfällt, weil man halt eben so eine ganz andere Stimmung dann hier auch hat. Und das andere wäre, das ist ganz feierlich, dann hatten wir jetzt vor kurzem noch gehabt bei unserem Herz-Jesu-Fest oder an von Leicham hier in der Herz-Jesu-Kirche, wenn dann feierlich das Tedeum angestimmt wird mit großer Gott, wir loben dich und Glocken, Schellen und Chor und die Gemeinde und alles singt und schallt. Das ist schon immer ein sehr ergriffener Moment. Doch das ist beileibe nicht alles. Manche vertrauen ihm schon mal ihre Seelennot an, obwohl das eigentlich Sache des Pfarrers ist. Doch den Küster kann man halt schneller greifen. Das wäre der dritte Punkt, den wir als Küster so hier in der Innenstadt zu bewältigen haben, einfach weil wir eben hier ja eine Innenstadtgemeinde einfach sind, mit vielen verschiedenen Menschen, Gruppen auch, die kommen und die Kirche suchen und auch oft das Gespräch suchen. Und da muss es, denke ich, nicht oft auch mal ein Priester sein, sondern kann auch einfach vielleicht nur mal der Küster sein, den man so, wie man so schön an der Kirchentür abfängt, mit dem man ins Gespräch kommt und dem man einfach so auch mal ein Herz ausschütten kann, weil es eben einfach auch ein Mensch ist, wie jeder andere auch und vielleicht auch oft die gleichen Probleme oder andere Sachen oder Ideen einfach hat, Probleme oder andere Dinge zu lösen. Sein Platz ist ihm im Schatten des Pfarrers zugeordnet, aber ohne Küster würde in Herz Jesu kein Lichtlein brennen.